Wird die Unreal Engine in Zukunft kostenpflichtig werden? Und passiert genau dasselbe wie bei der Unity Engine, die ja auch ihr Bezahlmodell geändert haben und dadurch einen riesigen Shitstorm geerntet haben? Keine Sorge, auch die Unity Engine rudert etwas zurück, aber nur etwas, nicht vollständig. Ich komme darauf deswegen, weil der User eMajor, das habt ihr vermutlich schon mitbekommen, auf X gepostet hat, Tim Sweeney, das ist der CEO von Epic Games, hat letztendlich angekündigt, dass er das Lizenzmodell der Unreal Engine ändern will. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Bevor du jetzt in Panik verfällst und denkst, was, der will jetzt Geld für die Nutzung der Unreal Engine haben? Kurz, ja, das stimmt. Aber nochmal dazu kurz ergänzt, aber nicht alle sollen zahlen. Die Spieleindustrie zum Beispiel wird das überhaupt gar nicht beeinflussen und wird das überhaupt gar nicht betreffen. Aber dazu gleich später noch mehr. Erstmal geht es um den Punkt, was, und zwar, es geht um das Lizenzmodell der Unreal Engine, was 2024 geändert wird. Das ist keine Theorie, 2024 soll das Unreal Engine Lizenzmodell geändert werden. Und jetzt kommt aber die Frage, warum? Ihr habt das vielleicht gelesen, dass in letzter Zeit einige Mitarbeiter von Epic Games entlassen werden mussten, einfach deswegen, weil, das steht auch nochmal in diversen Artikeln, die finanzielle Lage des Unternehmens nicht so rosig aussieht. Das heißt jetzt nicht, dass die kurz vorm Abnippeln sind, das heißt aber auch, dass es halt nicht so rosig aussieht, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Das mag daran liegen, so munkelt man, dass 40% der Einnahmen in Creator zurücklaufen. Das bedeutet, wir haben die Unreal Engine, für uns ja letztendlich komplett kostenlos und vermutlich werden viele von uns keine 1 Million US-Dollar einnehmen, wo dann letztendlich Geld an Epic Games abfließt. Also kurz gesagt, die Unreal Engine ist kostenlos. Die Unreal Engine hat Free for the Month Assets, dafür bezahlt wer? Epic Games. Was ist es für uns? Kostenlos. Also auch hier haben wir Verlust. Es werden uns verschiedene Tools von MetaHuman bis zu Quixel etc. bereitgestellt, auch hier komplett kostenlos. Und das ist auch natürlich wiederum ein riesiger Einschlag in die Finanzen von Epic Games, aber gut für uns. Das soll natürlich User zur Unreal Engine locken, aber auf der anderen Seite ist das natürlich finanziell gesehen auch ein ganz schönes Loch. Es werden also Mitarbeiter entlassen auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir ein riesiges Finanzloch, was noch übrig bleibt. Und jetzt kommt dann Tim Sweeney um die Ecke und sagt, hey Leute, wir sollten das Lizenzmodell ändern. Was bedeutet das denn überhaupt und wer muss zahlen? Also aktuell könnt ihr hier die Lizenz bzw. das FAQ von der Unreal Engine sehen, wo drinne steht, dass ihr 1 Million US-Dollar brutto einnehmen dürft. Das ist wichtig, brutto dürft ihr 1 Million US-Dollar einnehmen, zum Beispiel mit eurem Spiel A oder auch einzeln betrachtet mit eurem Spiel B, bis ihr dann zu dem Punkt kommt, wo ihr 5% Royalty-Gebühren, also Lizenzgebühren, abdrücken müsst. Und das steht zwar nicht im Raum, aber prinzipiell ist das ein sehr, sehr, sehr faires Angebot. Denn das ist das Problem. Die meisten von uns werden niemals 1 Million US-Dollar mit diesen ganzen Sachen einnehmen, wodurch dann im Prinzip die Sache, dass Epic Games irgendwann mal die 5% Royalty-Kosten oder eher gesagt Gebühren bekommt von euch, sehr unwahrscheinlich wird. Und das ist halt das Problem, dass jetzt die Unreal Engine relativ wenig Geld über hat, beziehungsweise relativ wenig Geld generiert, wenn es nicht durch Filme oder anderes ist. Und Filme decken die hier ja aktuell auch ab. Im Prinzip soll es so aussehen, dass alle Entwickler, die nichts mit der Spielentwicklung zu tun haben, ein Seed-based Lizenzmodell zahlen sollen, wie das Enterprise-Programm. Das Enterprise-Programm, könnt ihr euch vorstellen, soll dann nachher vermutlich die Lizenz sein, die dann alle zahlen sollen, die nichts mit der Spielentwicklung zu tun haben. Die Autoindustrie, also Automotive, Architekturvisualisierung, Filme und so weiter und so fort. Ihr könnt euch wirklich vorstellen, wie ich das schon gesagt habe, alles das, was nichts mit Spielen zu tun haben soll, soll letztendlich hier sowas zahlen müssen pro Jahr. Und die Kosten von 1.500 US-Dollar pro Jahr für zum Beispiel größere Industrien, das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr, sehr fairer Preis. Auch hier ist natürlich alles enthalten und hier dann gegebenenfalls auch wirklich Premium-Support. Was auch immer das bedeutet, ich kam noch nicht jetzt in den Genuss davon, ich zahle aber auch keine 1.500 Euro pro Jahr oder eher gesagt Dollar. Wenn du also ein Spiel entwickelst, bleibst du bei der Standardlizenz und dort wird sich nichts ändern. Das bestätigt auch nochmal Tim Sweeney auf den Tweet oder auf die Frage von Game from Scratch. Er hat nämlich hier gefragt, wird sich das Ganze ändern? Wie sieht es mit den Spielentwicklern aus? Beziehungsweise wie wird das letztendlich Indie-Filmmaker beeinflussen? Und hier wird dann auch nochmal gesagt, weil viele haben ja gesagt, fuck, jetzt kann ich keine Filme mehr mit der Unreal Engine machen. Das ist falsch. Er hat hier nochmal bestätigt, der CEO von Epic Games, dass kommerzielle Projekte natürlich einen Threshold haben, also wieder so eine Art Mindesteinnahme. Also das heißt, wenn du zum Beispiel einen Betrag von X Euro einnimmst, dann musst du erst irgendwas zahlen, davor nicht. Und für Studenten und Lehrer, also ne, lehrzweckmäßig, wird das Ganze natürlich nach wie vor kostenlos bleiben. Das bestätigt hier Tim Sweeney.
Kann sich das ändern? Natürlich kann sich das ändern, aber es würde keinen Sinn machen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt der Spieleentwickler. Es würde keinen Sinn machen, dass sich das für Spieleentwickler irgendwie ändert. Denn Epic Games hatte jetzt den Luxus oder generell auch den Vorteil, dass sie gesehen haben, was gerade mit der Unity Engine passiert, und auf der anderen Seite den Vorteil, dass man natürlich jetzt auch viele User von der Unity Engine selber bekommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze soll also wie bei Photoshop oder Maya laufen, aber nicht für Spieleentwickler sein, beziehungsweise keine Spieleentwickler betreffen, sondern nur Non-Game-Developers. So Verge. Oder zum Beispiel auch so Game World Observer, die ja hier einige Punkte noch aufgelistet haben. Wen das Ganze betrifft, hier ist das ganz schön eigentlich aufgelistet und was damit eigentlich gemeint ist. Und hier steht auch nochmal, wie gesagt, das ist kein Gedanke, mit dem die spielen, sondern das wird nächstes Jahr so umgesetzt werden von Epic Games. Und das betrifft nochmal, und ich wiederhole mich hier, ich weiß, aber ich will jetzt in eure Schädel reinbekommen, nicht die Spieleindustrie, sondern nur die Filmindustrie, Architektur oder visuelle Architektenvisualisierung ist oben und die Autoindustrie etc., die ja natürlich mit so Filmen, mit zum Beispiel Star Wars Filmen etc., also größeren Filmen halt entsprechend die Unreal Engine auch nutzen, ne? Und deswegen ist das so eine Sache, wieso so ein Lizenzmodell zurückkommen kann. Und deswegen will ich jetzt mal kurz euch ans Herz legen, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ihr als Spielentwickler irgendwas zahlen müsst, außer das, was aktuell schon im Raum steht, und zwar mit der Standardlizenz, dass ihr, wie gesagt, wenn ihr hier auf View License oder auf FAQ drückt, ihr eure 5% Gebühr ab 1 Million US-Dollar brutto zahlen müsst. Die erste Million, hier steht's. Das muss man einfach wirklich mal so sagen. Das heißt, kurze oder lange Rede, kurzer Sinn, macht euch da nicht so eine Panik. Es wird nicht so irgendwie jetzt wilde Änderungen für euch geben als Spielentwickler. Es ist möglich, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Und dann so schwarz-Peter-malerisch da herzugehen und zu sagen, jo, okay, das wird genauso bei der Unreal Engine auch rauskommen, das glaube ich persönlich nicht und ich würde wirklich dagegen wetten. Weil das beste Beispiel ist Unity. Ich muss nur Unity sagen, jeder weiß, was gemeint ist. Und auch der CEO von Epic Games, Tim Sweeney, weiß absolut, was gemeint ist und weiß auch, dass er sich damit ins eigene Bein schießen würde, wenn er das so machen würde. Deswegen, jetzt ist aber die Theorie, oder jetzt steht aber die Theorie im Raum, was passiert eigentlich, wenn ihr ein Spiel entwickelt mit der Unreal Engine, sagen wir mal der Unreal Engine 5.2 oder 5.3, und jetzt ändern die wirklich das so wie bei der Unity, so dass ihr zum Beispiel jetzt hier auch 1.500 € pro Jahr zahlen müsstet, um die neueste Unreal Engine zu nutzen. Wir haben ja hier den Eulers von der Unreal Engine zugestimmt, wenn wir die nutzen. Jetzt ist es so, ich bin kein Anwalt oder so, aber rechtlich gesehen verstehe ich das so, wenn ich die Unreal Engine 5.2 jetzt nutze und die jetzt hier Änderungen in diesem Lizenzprogramm machen, ändert sich die Euler. Das Problem ist, dieser neuen Euler habe ich ja gar nicht zugestimmt. Das heißt, wir könnten nach wie vor die Unreal Engine 5.3, 5.2, 5.1 und die Unreal Engine 4 nutzen, unter alten Lizenzbedingungen. Das heißt, du könntest dein Spiel fertig machen und müsstest keine 1.500 € oder Dollar pro Jahr zahlen, weil du ja die Unreal Engine 5.3 nutzt, die ja sozusagen die ältere Version wäre, die nicht das neue Lizenzmodell drin hat. So viel dazu. Also auch hier im Prinzip Entwarnung. Das will ich jetzt nur mal so gesagt haben. Ist es wahrscheinlich, dass hier etwas passiert? Nein. Ist es wahrscheinlich, dass das Lizenzmodell für Spieleentwickler umgesetzt wird? Nein. Ist es wahrscheinlich, dass das Modell umgesetzt wird für, was weiß ich, Leute, die Filme erstellen, Architekturprojekte oder die Autoindustrie oder da Autoprojekte haben? Ja, zu 100% wird das 2024 kommen. Was haltet ihr davon? Was sind eure Sorgen? Was sind eure Ängste? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt hierüber zuerst extra kein Video gemacht, weil ich so gedacht habe, naja, für Spieleentwickler und so. Na, aber viele Leute haben oder schieben da sehr viel Panik, verständlicherweise, dass das so läuft wie bei der Unity Engine. Unten sind alle Quellen verlinkt. Informiert euch gerne. Aktuell sieht es zu keinem Zeitpunkt so aus, dass ihr ein Problem haben werdet. Und sogar wenn sich die Lizenz ändern sollte, habt ihr technisch gesehen aktuell überhaupt kein Problem. So viel dazu. Was haltet ihr davon? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Hat euch das Video gefallen, dann lasst gerne ein Like und auch gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Und ob ihr das gut fandet oder nicht, schlecht informiert, gut informiert, gebt gerne Feedback. Und wenn ihr wollt, tretet auch gerne, unten ist der Link in der Videobeschreibung, der größten deutschen Unreal Engine Community bei, wo ihr, naja, euch auch austauschen könnt und natürlich auch generell vieles über die Unreal Engine 3D-Modellierung. Das sieht cool aus. Und es ist sogar copyright-frei hier. Nice. Normaler Nutzername, Grüße gehen raus. Nicer Unimog. Ist das hier nicht ein Unimog? Ich glaube, nee, ist das ein Unimog? Ich kenne mich mit Mercedes-Fahrzeugen gar nicht so aus. Schande über mich. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Oh.